Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich grüße euch. Heute haben wir wieder eine Trading-Abzocke mitgebracht. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Anruf. Hallo? Spreche ich mit Gerold Steiner? Ich heiße Bianca Müller. Ich bin die Account-Managerin von Global Financial Markets. Aha. Sie haben sich vor kurzer Zeit auf unserer Plattform registriert, habe ich recht? Keine Ahnung, möglich. Also haben Sie sich für Bitcoin, für Währungen, für Investitionen interessiert? Ja, sowas habe ich mich interessiert, ja. Okay, haben Sie Erfahrung mit dem Traden? Nö, gar nicht. Oh, super. Ich kann Ihnen erklären, wie das laufen wird. Also Sie haben ein Handelskonto. Ich werde Ihnen als Account Managerin helfen, es zu aktivieren. Tja, dann schauen wir mal, ob sie dazu in der Lage ist, mir irgendwas zu erklären und überhaupt irgendwas zu aktivieren, außer, naja, den Hass, den man gegen solche Callcenter hat. Das ist schon echt Wahnsinn. Nach der Aktivation erhalten Sie einen Finanzanalytiker und er wird für Sie traden. Okay. So. Aber er profitiert bis zu 10% von Ihrem Gewinn. Das ist aber viel. Nochmal bitte? Das ist aber viel. 10%? Wieso ist es viel? Na, 10% ist ein Zehntel. Das ist doch schon eine Menge. Okay. Eigentlich ist nicht so viel. Er tradet ja für Sie. Er macht alles für Sie. Er analysiert den Markt. Er überprüft Ihr Kontostand. Ja, aber das Geld ist ja meins. Oder nicht? Ja, das ist eigentlich schon Ihres. Aber wenn Sie 100 Euro gewinnen, bekommt er davon 10 und Sie 90. Ja, das sind ja dann nur noch 90 und keine 100 mehr. Nur noch 90. Ja. Hey, das ist nicht so viel für diese Arbeit eigentlich. Wie bitte? Eigentlich sind 10% nicht so viel, wenn er für Sie alles macht. Nicht? Sie haben doch keine Erfahrung. Er wird Sie Ihnen noch beibringen. Ach so. Ja, und dann mache ich das irgendwann alleine, oder wie funktioniert das? Wenn Sie wollen, kein Problem. Und dann muss ich keine 10% mehr abgeben? Dann müssen Sie keine 10% mehr abgeben. Ja, dann machen wir das so. Okay, welche Zahlmethode besitzen Sie? Visa oder Mastercard? Na, wie jetzt? Also wollen Sie Ihr Handelskonto aktivieren? Ja, na klar. Das müssen wir mit einem Betrag machen. Der Mindestbetrag liegt bei 250 Euro. Ja. Okay, welche Zahlmethode haben Sie? Visa oder Mastercard? So eine Karten habe ich, glaube ich, nicht. Sie glauben, Sie haben keine Karten oder Sie haben keine Karten? Ja, weiß ich nicht. Also ich habe sowas noch nicht gebraucht. Wer muss das denn wissen? Wie meinen Sie das? Also, wie können Sie wissen, ob Sie irgendeine Karte haben oder nicht? Na, ich habe eine normale Bankkarte, aber mit den anderen Karten... Haben Sie Online-Banking drauf? Ja, sowas habe ich. Aber das andere, das nutze ich nicht so. Also, wüsste ich jetzt nicht, ob ich sowas habe. Ja, okay, kein Problem. Sie können das auch mit Online-Banking machen. Okay. Also, wir werden zusammen eine Rechnung erstellen. Ein was? Aber es ist erst gleich eine Rechnung. Ich höre mich verdoppelt. Verdoppelt? Ja, also zweimal. Keine Ahnung. Alles, was ich sage, wiederholt sich. Steht Ihr Handy auf Lautsprecher? Ja. Bestimmt deshalb. Wie bitte? Deshalb höre ich mich zweimal. Ach so. Ja, okay. Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? Wieso? Ist das wichtig? Ja, natürlich. Wir dürfen mit Kunden unter 18 nicht arbeiten. Ach so, ja, nee. Da bin ich auf jeden Fall drüber. Okay, und wie alt sind Sie dann? Na, das ist ja dann egal. Das habe ich ja. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass ich bin. Ganz egal. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass ich volljährig bin. Okay. Arbeiten Sie? Ja, klar. Was sind Sie vom Beruf? Wofür ist das wichtig? Ich lege ein Portfolio von Ihnen an. Ja, aber da möchte ich nicht, dass mein Beruf da drin steht. Und Ihr Alter? Haben Sie ein Geheimnis? Ja, das muss ja nicht jeder wissen. Ja, aber das sind unsere Standardfragen. Ja gut, aber da kann ich ja nichts dafür, dass das Ihre Standardfragen sind. Das muss ich ja bei meiner normalen Bank auch nicht angeben. Naja, okay. Haben Sie unter dieser Nummer
WhatsApp oder wollen Sie per E-Mail angeschrieben werden? Wozu brauchen wir das? Damit ich einen Link zukommen kann, lassen kann. Okay, was denn für ein Link? Von Moonpay. Sie werden dort eine Rechnung erstellen und können bei dieser Rechnung eine Online-Überweisung tätigen. Ach, von Moonpay, ja, das sagt mir sogar was. Das habe ich schon mal gesehen. Okay. Moment. Ja. So. Das wird mit Ihnen eine aus der Rechtsabteilung machen, okay? Hm. Sie heißt Pia Lohmann. Ich gebe sie gleich der Pia Lohmann weiter. Ja. So, hallo, ich grüße Sie. Pia Lohmann ist mein Name. Ja, hallo. Also, die Kollegin hat mich einmal um Unterstützung gebeten. Und zwar, bei Ihnen war das Zahlungs... wickeln wir ja die Zahlung über die Seite Moonpay ab, richtig? Ja, weiß ich nicht. Wenn Sie das so wollen, ja, dann können wir das so machen. Okay, perfekt. Oh, oh. Da kommt die erste schon wieder nicht mehr klar. Und die zweite, naja, die ist... wie ihr, denke ich mal, schon mal merkt, auch nicht wirklich viel intelligenter. Tja, die Seite Moonpay. Moonpay ist halt so eine ja, Kryptotauschbörse, wo man ganz normal ja, Euro oder US-Dollar oder welche Währung auch immer dort einzahlen kann. Also man zahlt dort eben, was weiß ich, 200 Euro ein und man bekommt dann dafür entsprechend viel Kryptowährung in der, von der Kryptowährung, die man eben gerne haben möchte. Die Firma Moonpay oder die Bank Moonpay oder wie auch immer, die haben dann die Kryptowährung vorrätig und verkaufen euch die. Und man kauft sich da quasi die echte Kryptowährung. Das hat man dann auf einem Wallet. Naja, aber wenn man da nicht seine Wallet-Adresse angibt, sondern die Wallet-Adresse der Betrüger, dann überweist ihr das Geld nicht auf eure Wallet-Adresse, sondern auf die Wallet-Adresse des Betrügers. Was wiederum zur Folge hat, ihr habt keinen Zugriff mehr drauf. Nachteil bei der Kryptowährung ist, dass man eben das Geld nicht mehr zurückverfolgen kann. Das heißt, ist das Geld einmal weg, dann bleibt es weg. Das bedeutet ebenso, dass man dem Gegenüber höchstes Vertrauen mitbringen muss. Denn sowas kann man auch im Laden mittlerweile machen. Es gibt vereinzelt in Großstädten Geschäfte, wo man mit Bitcoin einkaufen kann. Und dann überweist man auf eine Wallet-Adresse. Die Wallet-Adresse, die ist dann allerdings ja, von dem Geschäft, wo ihr gerade drin steht. Und ihr seid ja in dem Geschäft und man kann die Ware anfassen und mitnehmen. Ja, und das hat man halt eben hier nicht. Weil wenn man da Geld einzahlt, dann passiert nichts anderes, als dass die Kohle nachher weg ist. Zahlen Sie per Banküberweisung sozusagen oder mit Kreditkarte? Wie ist das denn? Nee, eine Kreditkarte habe ich, glaube ich, nicht. Achso, okay. Ja, das ist überhaupt nicht schlimm. Ja. So, Moment, ich öffne mir mal einmal Ihre Kartei. Okay, super, da bin ich wieder. Also, würden Sie mir Ihre Handynummer mitteilen, dann würde ich Ihnen da nämlich einen Link drüber schicken oder lieber per E-Mail? Nö, dann lieber per E-Mail. Lieber per E-Mail, okay. Ja. So, ich habe hier die E-Mail-Adresse gerold.steini@mdccfun.de. Hm. Okay, perfekt. Also, ich schreibe vom Namen der Kollegin aus, mit der Sie gerade eben gesprochen haben. So, deswegen wundern Sie sich nicht. Da schicke ich Ihnen so. Einmal ist das der Link. Ups. So, geht gleich los, sorry. So, das ist einmal die Seite und das ist die Wallet-Nummer, schreibe ich Ihnen. Was ist denn eine Wallet-Nummer? Die Wallet-Nummer, das ist die virtuelle Geldbeutelnummer sozusagen, auf die die Zahlung weitergeleitet wird, um auf Ihr Konto bei uns rausgebucht zu werden. Ja, aber da helfe ich Ihnen gleich bei der... Wieso brauche ich da eine Wallet-Adresse für? Eine Wallet-Adresse ist ja dann nicht mehr nachvollziehbar, wo das Geld hingegangen ist. Doch, doch, Sie bekommen über die Seite eine Rechnung. Da brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Ja gut, aber es ist ja trotzdem dann nicht nachvollziehbar. Wenn ich auf einen Wallet überweise, da steht ja kein Name oder sowas hinter. Bei uns doch. Also das werden Sie gleich sehen. Nee, das geht ja bei einer Wallet-Adresse nicht. Eine Wallet-Adresse ist immer anonym. Das ist richtig. Ja, aber ich zahle ja nicht auf ein anonymes Konto ein. Nein, 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 das tun Sie auch nicht. Wie gesagt, wenn Sie, das werden Sie gleich sehen. Sie müssen ja sowieso, also das, was wir jetzt abwickeln, wir erstellen für Sie eine Rechnung. Diese Rechnung, die Sie bekommen, die wird dann bei Ihnen übers Online-Banking abwickeln müssen. Das heißt, entweder Sie gehen dann zur Bank mit dieser Rechnung
oder Sie geben das in Ihrem Online-Banking ein. Das heißt, jetzt an diesem Etappe, auf jeden Fall in diesem Schritt passiert erstmal nichts sozusagen, was Ihr Geld wegbeamt sozusagen, ne? Naja gut, so, wenn ich das aber letztendlich über MoonPay auf ein fremdes Kryptowallet einzahle, ist es weg. Richtig, die Kohle, die ist dann einfach weg. Und genau nichts anderes wird hier in diesem Callcenter passieren, denn alles zielt ja genau darauf ab. Man wird euch natürlich nachher vorgaukeln, als wäre das Geld auf eurem Demokonto eingegangen. Dabei wurde das Geld mittlerweile schon lange über die Wallet-Adresse weggeschafft. Und zwar so weit weg, dass man das eben einfach nicht mehr nachvollziehen kann. Ihr findet das Geld einfach nicht mehr. Die Kohle ist komplett verloren, wenn ihr das Geld da eingezahlt habt. Und von daher, tja, vertraut auf jeden Fall nicht einfach irgendwelchen Firmen, die euch Kryptotauschbörsen als Einzahlungsmittel anbieten. Man kann ja eine Krypto-Adresse da angeben und sagen, hier könnt ihr mit Krypto direkt einzahlen. Das wäre dann eine Art von Service, ja, das ist dann auch in Ordnung, wenn die Firma natürlich in Ordnung ist. Das muss man natürlich dann vorher alles abgeprüft haben. Aber ihr kennt die Firma nicht. Die rufen euch am Telefon an und tun so, als wären sie irgendwelche Samariter, die euch was Gutes wollen. Tja, aber ihr wisst Bescheid, die Welt ist böse und da ruft keiner an und sagt euch, guck mal hier, kannst du ganz viel Geld machen, als ob. Nein, nein, das ist nur die sozusagen die Referenz sozusagen, ne? Also was denn für eine Referenz? Das werden Sie gleich sehen. Schauen Sie sich das an, das ist ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich es Ihnen jetzt erklären soll. Ich habe Ihnen die E-Mail schon mal hingesteckt. Also wie gesagt, über die Seite MoonPay geht Ihnen kein Geld weg. Naja, da brauchen Sie sich keine Gedanken. Darüber buche ich ja Geld weg. Das ist ja, dafür ist ja MoonPay da. Wir erstellen eine Rechnung. Sie müssen sowieso dann eine Banküberweisung tätigen. Ja, aber zu MoonPay möchten Sie ja, dass ich die Banküberweisung tätige. Und dann zahle ich ja trotzdem auf einen Krypto-Wallet ein und da ist die Kohle dann weg. Ja, und dass man hier eine Rechnung bekommt, ist an sich, naja, fast richtig. Man bekommt keine Rechnung, man bekommt einen Beleg, dass man auf MoonPay Geld eingezahlt hat. Und auf welches Krypto-Wallet. Da steht aber nicht, an welche Firma ihr Geld überwiesen habt. Nur lediglich, dass es über MoonPay, also über die Firma MoonPay, gelaufen ist. Auf der Rechnung bzw. auf dem Beleg, das ist nichts anderes, als wenn man eine Banküberweisung gemacht hat und dann eine Quittung bekommt, dass diese Banküberweisung getätigt wurde. Und mehr macht MoonPay da auch nicht. Da steht nicht drauf, dass auf Firma GmbH mit Anschrift sowieso und Telefonnummer und Kundenservice hier und da, das steht da nicht drauf. Da steht nur drauf, an welches Kryptowallet das Geld überwiesen wurde. Irgendwie muss man ja seine Transaktion dann später auch noch nachvollziehen können. Das ist erstmal richtig. Das Problem ist aber, dass dieses Kryptowallet ja, keinen eindeutig identifizierbaren Namen hat. Das heißt ja nicht umsonst Krypto, also nur kryptische Zeichen. Da ist kein Name dran an diesem Konto. Keiner weiß von außen, wem dieses Konto gehört. Also, das ist eigentlich nichts anderes als Definition von Geld weg, wenn man das bezahlt hat. Aber die ist ja nicht weg. Die geht ja zu Ihnen auf das andere Wallet, was wir für Sie als Internet-Wallet benutzen für die Seite. Ja, nee, aber das ist ja nicht seriös. Sowas macht man nicht. Das klingt nach Betrug. Warum? Das ist doch ein... wohin überweisen Sie das denn sonst, wenn Sie ein Krypto-Wallet anlegen? Das kann man ja nicht mehr nachvollziehen. Das ist ja dann weg, das Geld, nach einem Krypto-Wallet. Das ist ja nicht mehr nachprüfbar und auch nicht mehr rückholbar, dann das Geld. Ich glaube, wir reden gerade ein bisschen aneinander vorbei. Sie möchten, dass ich eine Banküberweisung über MoonPay auf mein Krypto-Wallet mache. Und das ist die Definition von Geld weg. Ach ja, ich versuch's. Vielleicht kann es ein Kollege besser erklären. Ganz kleinen Moment, bitte. Ich dachte, Sie sind jetzt schon die Unterstützung. Ja, ich bin die Unterstützung, aber ich bin, was erklärungstechnisch jetzt geht, aktuell ein bisschen... am Ende mit meinen Erklärungen. Ganz kleinen Moment, bitte. Mhm. Ja, es kann Ihnen tatsächlich niemand besser erklären als ich, wie es sich herausgestellt hat. Ja, das, was wir aber mit Ihnen machen können, ich habe da in der Zwischenzeit nochmal nach... Ja, jetzt ist Ihr Mikrofon aus. Hallo? Hallo? Ich höre Sie nicht mehr. Hallo?
Da hat die doch jetzt tatsächlich gesagt, es kann niemand besser erklären als ich. Und vorher wollte sie noch Unterstützung holen und dabei war sie ja selbst schon die Unterstützung von der ersten Tante, die es nicht geschafft hat. Mhm. Und die wollen mir hier wirklich ein Trading-Produkt verkaufen und sind der Meinung, man kann für mich viel Geld erwirtschaften, wenn da zwei Vollidioten schon überhaupt nicht wissen, wie sie mit mir klarkommen sollen, der zweite Vollidiot einen dritten Vollidiot holen will und feststellt, dass alle viel vollidiotischer sind als sie selbst. Weil sie schon die Beste ist, die es erklären kann. Na, ich glaube, in diesem Callcenter ist Hopfen und Malz verloren. Ich meine, zumindest hat sie sich selbst schon mal eingestanden, dass sie gar keine Ahnung hat, wie sie irgendwas erklären soll. Aber dann frage ich mich, warum rufen die an und sagen als allererstes, ja, wir sind zur Unterstützung und zur Hilfe da. Also bei Unterstützung und bei Hilfe, da rechne ich auch mit Unterstützung und Hilfe und vielleicht auch mal ein paar sinnvolle Informationen. Naja, aber ich konnte bis jetzt alles, was sie gesagt hat, ins Negative widerlegen. Tja, und da ist sie irgendwie mit ihrem Latein die ganze Zeit am Ende. Naja. Aber sie hat dann tatsächlich nochmal angerufen und das Gespräch, das geht jetzt hier in der Tat auch nochmal ein kleines Stückchen weiter. Ja, perfekt. Hören Sie mich jetzt? Jetzt höre ich Sie wieder, ja. Sehr schön, perfekt. Was war mit der Verbindung? Also, tatsächlich ein bisschen besser als ich, kann es Ihnen keiner erklären. Ja. Was ich aber in der Zwischenzeit schon mal rausgefunden habe, ist, dass wir die Möglichkeit haben, ihm eine Rechnung von uns aus zu erstellen. Mhm. So. Dafür brauchen wir aber natürlich die Rechnungsdaten jetzt einmal von Ihnen. Ich habe jetzt hier den Namen Gerold Steiner, das habe ich. Mhm. So, Sie rufen aus, also Sie wohnen in Deutschland. Mhm. Bräuchte ich einmal die Anschrift? Steht das da bei Ihnen nicht? Nee, ich habe nur die E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Ihren Namen. Mhm. Dann würden wir das so lassen, weil das klingt nach Betrug, was Sie da machen. Das klingt nicht nur nach Betrug, was sie da macht, sondern das ist auch gewerbsmäßiger, bandenmäßiger Betrug. Tja. Und vor allem, jetzt will sie ja sogar noch Daten von mir, um das Ganze selbst zu machen. Sie hatten mir nicht vor, irgendeine Rechnung zu schicken. Das, was sie hier jetzt gerade starten wollte, ist, dass sie das Ganze für mich bei MoonPay einträgt. Was die ganze Geschichte ja nicht verändert. Na, also es ist ja dann keine andere Rechnung. Sie meinte zwar schon wieder, dass da mir irgendeine Rechnung zugeschickt wird. Das Einzige, was mir aber da dann bei erstellt wird, ist ebenso nur der Beleg bei MoonPay, an welches Kryptowallet das Geld dann letztendlich gegangen ist. Naja, und wenn ihr jetzt hier eure Kreditkarten oder Bankdaten sagt, naja, dann wird er definitiv auch abgebucht. Bei der Kreditkarte hat man ja natürlich den Vorteil, dass da erstmal ein PIN kommt, per SMS oder wie auch immer, dass diese Transaktion freischalten muss. Das ist aber tatsächlich auch noch nicht bei jeder Kreditkarte so heute üblich, wenn man noch eine alte Kreditkarte hat. Die laufen so mittlerweile aus, aber bei einer ganz alten Kreditkarte geht das auch echt noch ohne. Also ohne diese Bestätigung. Und, naja, da ist dann die Kohle weg und ihr habt freiwillig die Daten dafür rausgegeben. Also ob ihr das nun selbst eintragt oder von der machen lasst, ja, ändert ja den Betrug nicht, ne? Ihnen eine Rechnung zu erstellen klingt für Sie nach Betrug. Nö, aber dass da niemand Kompetentes sitzt, der mir mal was erklären kann. Also ist ja peinlich für so ein Unternehmen. Ist ja ein Armutszeugnis. Das hat nichts mit Unkompetenz zu tun, sondern das was damit zu tun, dass Sie, ich glaube, noch nicht die Funktion eines Internet-Wallets verstehen. Oh doch, die verstehe ich ganz gut. Grundsätzlich gibt es ja keinen Ansprechpartner für ein Internet-Geldbeutel. Das ist ja nicht wie bei der Bank. Ja, das spielt ja keine Rolle, aber man kann sich ja darüber trotzdem belesen, wie sowas funktioniert. Und Sie erklären das definitiv falsch. Wir sind ja ein Vermittlerunternehmen. Das heißt, wir betreuen die Seite überwiegend mit unseren Kunden. Ja. Es hat bisher noch nie Probleme gegeben. Na, das glaube ich aber nicht. Und durch die Geldzurückgarantie sind Sie ja auch gesichert. Das glaube ich aber nicht. Dass, wenn ich bei euch Geld einzahle, sehe ich das nie wieder. Das ist Betrug. Das ist bandenmäßiger Betrug. Da machen Sie sich übrigens mit strafbar. Na gut, ich will Sie jetzt auch nicht weiter dann aufhalten, wenn bei Ihnen... Ja, meine Zeit ist auch kostbar. Dementsprechend tut es mir leid, Herr Steiner. Da müssen Sie sich jemand anders suchen. Ja, dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Ja, das wünsche ich Ihnen nicht. Vielen Dank. Wiederhören. Bitteschön. Eieieiei. Also selbst absolut inkompetent kann keine Fragen beantworten. Das ganze Callcenter kann keine Fragen beantworten. Die Leitung bricht ab, ich werde hin und her gereicht und keiner hat irgendwie Ahnung. Ja, aber letztendlich ist der Kunde denn der Blöde, der es ja nicht versteht, ne? Also so arbeitet man halt, ne? Ist ganz logisch. Eieiei. Und solche Leute, die betrügen euch. Oder euer Umfeld. Von daher ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr zumindest von diesen Maschen erzählt oder
es ganz einfach macht und die Links ganz einfach teilt. Also unter dem Video gibt es ja so einen Teilen-Button, da könnt ihr direkt in WhatsApp, Facebook, Instagram und was es da so alles gibt, den Link direkt zum Video teilen. Wer möchte, kann auch die Domain benutzen, www.callcenter-abzocke.de oder auch ohne Bindestrich funktioniert genauso. Da landet ihr direkt auf dem YouTube-Kanal. Wer möchte, findet jetzt hier noch eine Playlist mit allen anderen Videos. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.